Log umgenietet und ich habe einige Tage nichts hochgeladen. Ich war nicht zu Hause, also ich war gar nicht. Ist da hinten offen? Ne, das ist zu. Scheiße, wie kommen wir da raus? Ich war gar nicht da. Und als ich dann da war, war ich aber diesen einen Abend komplett flach gelegen, also im Ärmel. Ich habe mich darüber bei meinem angehenden Neffen irgendwie angesteckt. Der hatte die Scheißerei oder sowas. Und ich krieg, bei mir, wenn ich sowas kriege, also eine Magenverstimmung oder mich überfresse oder wie auch immer, dann ist es bei mir grundsätzlich so, dass es oben immer rauskommt. Das war echt ein bisschen bitter. Aber naja, das war jetzt halt die eine Nacht und dann ist man am nächsten Tag meistens ja ziemlich platt, ne? Aber jetzt bin ich eigentlich wieder fit, habe schon einige Matchmakings aufgenommen und jetzt brauche ich aber mal wieder die Fallout-Dröhnung, alleine schon für euch, weil ja, weil es jetzt, glaube ich, 3 Tage in Folge nicht kam. Das war mir einfach nicht möglich. Diese Vorarbeit, es hat auch einfach nicht gereicht. Ich musste ja für 5 Tage vorarbeiten und ja, da ich ja im Moment 3 Videos am Tag hochlade, sind das 15 Videos, die ich in wenigen Tagen hätte produzieren müssen. Und es hat nicht ganz geklappt. Ich glaube, ich habe 10 oder 11 hinbekommen. Oder... Ja doch, ne, 12, genau. Und 3 Fallout-Videos haben gefehlt. Ja, genau. Rechnen muss man können, Alter. Jetzt sind wir langsam oben, what the fuck? Seit wann geht denn so eine Fahrstuhlfahrt so ewig? Piper, sag mal ganz ehrlich, Piper. Warum fahren wir hier so ewig? Liegt das an dir? Warst du das? Zugang zum Dach. Mir kommt die Maus so schnell vorher gerade. Turmsteuerung, erstmal die Tür mal ausschalten. Oder habe ich es jetzt ange... Ach, egal. Tür öffnen. So, und das andere noch. Das ist ja vielleicht auch Status verriegelt. Naja, egal, die Tür ist ja offen. Wir sind wieder auf dem Dach. Und die... Oh, shit! Oh, shit! Ruhig. Wir kommen in friedlicher Absicht. Das glaube ich euch nicht. Ihr Buchstutz. Wir sind die stählerne Bruderschaft. Krass, oder? Leute, die stählerne Bruderschaft hat ihren Auftritt. Wie fett sind wir eigentlich gerade? Ne, ich will es jetzt ganz kurz nicht unterbrechen mit dem Pip-Boy. Sieht das cool aus. Riesiges Luftschiff. Das ist doch ein Zuppelin. Ayo, ayo. Piper. Ich glaub's nicht. Krass, oder? Piper, wo bist du überhaupt? Piper, du bist am PC? Hallo? Guck mal, was hier passiert im echten Leben. Und du spielst rum. Nein, das ist super. Super. Super, Pippe. Ein bisschen Blady, Frau. Ein bisschen Blady. Guck mal da. Ich glaub's nicht. Okay. Gewichtsmäßig. Es geht sogar. Die Gewichtsverteilung ist ganz gut aufgeteilt. Wir entdecken mal noch diese Red Rocket Rust State. Wo haben wir denn gerade viel Munition? Da haben wir gar keine mehr. Schissel. Oh, fuck. Wir müssen gleich unsere Munition mal irgendwie, also unsere Waffen verändern. Achso, ja, wir haben ja in Laserwaffen investiert, haben wir gesagt. Ne? Wir wollen ja jetzt hier mit dem Institutgewehr oder mit einem Institutpistole, ich weiß nicht mehr genau. Oh, shit. Wollten wir jetzt ja eher mal arbeiten. Hallo, geh doch mal in die... So. Krass, das ist ein Riesending. Das versperrt ja ultra viel Sicht. Oh, shit. Was geht denn da ab? Wir müssen da mal hin. Vortagen Füllstation. Wer kämpft hier gerade gegen wen? Oh. 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 Also an die erinnere ich mich noch, diese Roboter mit den, ja, mit den Laserköpfen. Die haben einen ziemlich easy eingerissen. Hallo? Gunner. Okay, da sind Gunner. Ach du Scheiße. Alles klar. Ja. Mach die Metallfrau lieber mal down, wenn die ihre Bumme aufgeladen hat. Sind wir gefickt? Aber hart. Ich kann mir vorstellen, wie hart. Oh Gott, wie sie hochfährt. Ich stuck irgendwie. Oh shit. Alles klar. Ja. Da geht's ziemlich ab mit diesen wütenden Metallfrauen. Aber die kriegen wir natürlich easy genudelt. Shit, Mann. Natürlich ist es hier mit der Ding jetzt nicht optimal, ne? Als Waffe. Wer schießt da gegen wen? Was habt ihr ausgeschaltet? Komm, hier ist ein Nate für euch. Ist da jemand anwesend? Feindlicher Ketzer. Oh, feindlicher Ketzer? Oder feindlicher Katerich? Eigentlich sieht man... Oh, scheiße. Oh. 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 Oh.
What? Ah, mein Arm. Oh nein, mein Darm. Was ist mit, ich sehe es gerade nicht ganz genau, was mit der Piper los ist. Oh Scheiße, die ist so gruselig. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, ich habe die Beine gekrippelt, kann das sein? Ha! Soll ich mal speichern? Warte, hier? Ah ja! Oh, die hat viel in sich. Piper, komm mit. Da war noch mehr. Sie müssen jetzt sterben. Arbeiten die mit diesen Frauen zusammen, oder was? Verdient es, dass dieser Gunner-Rekrut komplett wie eine Maschine spricht? Was ist schon los? So. Ist das etwa... ich hatte kurz Sven Synth, aber das ist keine Komponente am Start. Das heißt, das ist vielleicht einfach ein Soundfehler gewesen. Oh, ein Minuteman. Die haben ja gegen Minuteman gekämpft. Also die Ding gefällt mir gar nicht. Maschinenpistole? Was? Maschinenpistole? Maschinenpistole? Zu wenig Munition. Und die haben wir auch schon mal mit. Die haben wir schon zu Hause rumliegen. Oh, die Minuteman-Lasermuskete. Aber wir haben die Lasermuskete doch eh schon drin, oder? Da habe ich die weggelegt. Falls ja, nehme ich nämlich die Ding jetzt mal mit hier. Die Lasermuskete, die da rumliegt. Oder ich nehme die Institutpistole, aber das Gewehr ist mir zu groß. Das nervt der Ultra. Ah, obwohl, das andere ist ja genauso riesig. Tap. Na, wir bleiben jetzt halt mal bei dem Gewehr. Gehen am besten bald zurück und verbessern das einfach mit einem. Ja, mit ein paar Verbesserungen. Wo kommen wir denn jetzt eigentlich gerade hin? Ah, wir laufen da oben an den Rand, okay. Halt, warte mal. Ah ja, da ist das Vorratslager. Alles klar, alles klar. Nur um die ungefähre Peilung zu behalten. Das hier sind solche Sender, wenn wir die auffahren. Die. Dann werden, glaube ich, unsere Signale, mit denen wir die Leute herbeirufen, irgendwie verbessert oder so. Für unsere Häuser. Oder, na, ihr wisst schon, was ich meine. Für die Dinger halt. So. Satelliten, aktiviere, bereit. Und jetzt fährt er halt so hoch, wortwörtlich. Und dann können wir auch weitere Frequenzen empfangen. Und bing. Oder doch nicht? Hallo? Jetzt. Bevölkerungswarnungssystem übertragen Signal. Was? Notsignal. Wir gehen erstmal hier rein. Und gehen da hoch. Notsignal verloren. Okay. Aber halt. Das. Warum höre ich denn jetzt nichts? Notsignal, ich will mal kurz das Notsignal jetzt hier geschwind hineinhören. So. Piper. Hä? Ich höre nichts. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich zu leise das Radio, ich weiß es nicht. Wir machen einfach wieder, wie gewohnt, weiter, heiter weiter und müssen diese Signale mal irgendwann durchhören. Aber jetzt will ich doch erstmal noch nach da oben. Und diese Satellite Station. Oh, shit. Oh. Ist noch mehr Kram. Jetzt gehen wir wieder zurück hier ein Stück, ne? Ja. Das sieht aus wie eine riesige Basis. Oh ja, das ist eine riesige Basis. Geschütztürme. Wir wollten doch unsere Dinge erstmal verbessern. Bevor wir diese Butze jetzt stürmen. Oh. Mr. Handy. Warum Mr. Handy? Boah, die fressen ja richtig hier mit, also wenn ich treffe. Ist das auch irgendwas? Hast du das gesehen? Ich sehe dich. Naja, ich sehe gerade nicht so viel. Ich würde gerne. Also abgestellt hier schon. Vortagen der Satellitenstation. Detektor und Lage. Diese. Jetzt kriege ich aber doch ganz schön. Oh! Auf die Nase. Ja, in meinen Schuhen möchte ich auch nicht stecken, ne? Ach komm. Da kann man nicht außenrum, schade. Krass, wir haben so viel Muni. Für die Ding. Bye bye. Bye bye. Das sind Rust Devils. Oh no. Ah, fuck. Oh, der drückt aber.
Oh! Der drückt aber hart rein, der Kerl. So, Hilfsmittel aufbereitet, das Wasser dreimal. Schön leer gesoffen. Ja, Rusty Devil. Ich mach mich easy down, zack. Wow! Oh, irgendwann schmeißt mit Mollys auf uns. Moment. Nicht jetzt einfach hier die Tötung ausfahren. Haben wir nicht noch irgendwie gebranntes Zeug? So, Ribeye Steak. Schmutziges Wasser war auch noch eins. Lecker. Ah, typisch. So, ohne anzuvisieren, mein Freund, habe ich dich getroffen. Höchst schwierig, ich weiß. Au. Wo bist du, Alter? Manche gehen ultra leicht down. Na gut, liegt wahrscheinlich einfach an der Ding. Oh, was war das? Oh, emailliert. Ich will einfach nur euch alle zerstören. Ich dachte, da wären safe. So. Und dann alles ausrauben, was ihr so habt. Ausräubern. Da ist ja gar keiner mehr. Ja, heute hat sie sich echt mit den Falschen angelegt. Die Piper und ich sind ja natürlich hart am Schisseln. Ist klar. Hat noch Chance gegen uns, die Auto wird. Schöne Butze habt ihr hier, die übernehme ich einfach mal direkt. Und da steht noch ein Modelle rum. Was hängen hier für die Dinger? Piper chillt da unten rum, sehr schön. Okay. Was ist hier noch? Ah ja, genau, die Geschütztürme, die wir noch abfahren müssen. Oh, da unten ist noch eine Tür. Da ist ein anderer Geschützturm gestanden. Ah ja, vorne war der andere. There, in front of us. Jetzt gucken wir noch hier in die Tür rein. Halt, ah, den haben wir schon gelegt. Geräubert. Warte mal, was ist denn das? Was ist denn das da? Das ist eine Luke da unten. Das ist eine Luke. Wo ist denn hier euer... Ist da irgendwo ein Laptop? Ein PC? Ein Laptop. Also hier muss irgendwo noch ein Computer rumstehen. Auch alleine schon für den Electron-Dingens-Kram. Hä? Bin ich blind? Wahrscheinlich bin ich gerade blind. Kann das sein? Kann man damit irgendwas machen? Bin ich gerade minimalst überfragt. Achso, halt. Was ist das hier? Ah, nichts. Ah. Munierchen. Aber hier muss doch irgendwo noch was. Hier muss doch irgendwo ein PC sein oder sowas. Guck mal, ein Spielzeug außerirdische. Wie süß. Piper, ich will dir ein Geschenk machen. Guck jetzt nicht hin. Ich mache dir ein Geschenk. Piper, wo ist der PC? Piper, das muss auf. Haben die hier unten irgendwo was? Nee. Da ist auch nichts. Oder geht's vielleicht einfach gar nicht auf? Ist es halt einfach nur eine... Ja, halt irgendwas, was da so rumsteht? Ich weiß das nicht. Wir müssen jetzt eh erstmal heim und uns die Dinge aufpimpen. Die Waffe. Oder habe ich hier irgendwie einen Schließmechanismus verpennt? Machen diese hängenden Dinger irgendwas oder das hier? Keine Ahnung. Wir gehen nach Hause und bauen erstmal jetzt diese Laserwaffe auf. Die ist ja jetzt schon der Hammer, aber da geht bestimmt noch einiges. Na, sie ist jetzt nicht wirklich der Hammer. Eigentlich ist es nur edel, dass wir so viel Munition haben. Titel, 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 Titel. Und danach, nach dieser Folge, schnibbel ich noch geschwind ein Matchmaking. Dann habt ihr morgen eine Fallout-Folge. Ein Matchmaking und ich glaube Best of. Weit weg von zu Hause. Hält die Funknachricht direkt bei Valentine an. Okay. Machen wir. Wartet kurz, ich mach's euch lauter. Eine Nachricht für Nicks Partner. Hm? Wir haben einen neuen Fall. Klingt dringend. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. Ich wiederhole. Okay. Das war's schon.
Hier spricht Ellie Perkins von der Detektei Valentine mit einer Nachricht. So. Wir haben noch Diamond City Radio, aber müssen geschwind das Audio wieder runterfahren, sonst gibt es einen ID-Treffer. Ich habe da ungefähr was. So, wenn du Preston. Mich fragst, es lohnt sich immer für die Freiheit. Ja, es lohnt sich immer für die Freiheit zu kämpfen, Preston. Meinst du? Hast du Geld für mich, Preston, vielleicht, damit ich mehr Freiheit durchsetzen kann? Nein, viel Geld. Wir sind noch nicht bereit. Wie du meinst. Lass es mich wissen. Tschüss. Lass es dich wissen. Naja, Preston ist in Ordnung. Ist nett. Ja, Preston, ich will die. Bringst du unsere Sache voran. Kann sie nicht anlabern. Preston, kannst du bitte aufhören? Hey, warte da. Nee, okay, das wollte ich nicht machen. Ich bin dann hier. Komm schon. Hey, warte da, komm schon. Hast du nur. Oh, hier hat einen Fatman dabei. Das ist natürlich eine ziemlich fette Frau. Ja. Bist du behindert? Preston, jetzt fang du nicht auch noch an, du Saftsack. Ich bin hier am Arbeiten, Preston, okay? Ich bin hier am Arbeiten. So, jetzt zerstören wir diesen einen Fatman für... Nee, sollen wir den... Nee, wir heben ihn natürlich auf. Wir zerstören den nicht, hallo? Wir sammeln doch Fatmans. Vielleicht können wir den da verkaufen. Oder, was heißt vielleicht, den können wir ja verkaufen. So, und jetzt machen wir uns an die... an das Institutgewehr. Was können wir denn da machen? Was haben wir hier? Maximum 46. Na gut, dann machen wir einfach mal 38. Oder? Ja. Geil. Ist schon mal ein Unterschied zu 18, ne? Ja, 18 hatten wir, gell? Dann können wir hier noch den Lauf verlängern und dadurch, glaube ich, genau, dadurch auch Schaden hinzufügen. Da können wir hier schon mal auf 44 gehen. Das machen wir hier, glaube ich, auch. So. Hoppala, nein. Da hätte ich gerne einfach so ein... Ja, das hat nur so krepelige Dinge. Da will ich halt ein Reflexvisier. Ja, Reflexvisier. Voll bedazzled und eine Mündungsbremse. Da können wir auch nochmal Schaden draufpacken. Ist klar. Hier schön 46er verstärkter Strahlen. Teilt den Strahlen mehrere Geschosse auf. Das will ich eigentlich nicht zwingend. Ich will dann... Wenn dann ein Bündler eigentlich, aber obwohl so... Nee, lass uns jetzt mal. Jetzt müssen wir nicht betreiben. So. Okay, verlassen. Wobei ich jetzt eigentlich... Es ist echt unglaublich riesig, das Ding. Aber naja. Wir können auch gucken, was wir mit der Pistole machen können. Also was die so im Optimum erreicht. Kellogg's Pistole können wir auch noch verbessern. Wie war das nochmal? Füllt deine Aktionspunkte beim kritischen Treffer wieder auf. Auch nicht schlecht. Wir haben aber auch, glaube ich, gerade überhaupt keinen Revolver am Start, ne? Wow, wir haben sehr wenig Waffen dabei. Insgesamt. Oder? Ja. Warum kann ich nicht... warum kann ich nicht oben durch? Aber ich kann unten... Nee, kann ich nicht. So, Institutgewehr haben wir gemacht. Die Kampfflinte ist ja bereits verschisselt. Oh. Nee, halt. Da unten sind dann die guten Sachen. Lass mich überlegen, was wir hier überhaupt noch haben. Die Institutpistole können wir auch noch besser machen. Ich denke, da kommen wir auch auf einen ziemlich guten Wert. 27, ja. Oder, ach, wisst ihr was, wir behalten... Die bedazzeln wir nicht auf. Wir haben ja die andere jetzt dicker gemacht. Wir legen die Institutpistole gleich weg. Genau, das Radiumgewehr, das müssen wir vielleicht öfter benutzen. Ja, und die One-Tap kann ich jetzt ja erstmal weglegen. Ich mach's jetzt so. Wir legen die Institutpistole weg. Die ist hier unten irgendwo. Da. Die legen wir weg. Und genauso legen wir die One-Tap weg. Dafür haben wir nämlich, wie man hier sehen kann, fast keine Munition. So. Dann haben wir noch die Atommine, die ganzen Minen, bla bla bla. Kellogg's Pistole, die braucht 44er. Okay. Dann haben wir hier unten die Reba, die hat die 308er. Das braucht 45er. Das braucht auch 45er. Das Radiumgewehr ist fetter, deutlich fetter als das Kampfgewehr und oder, ja doch, das Kampfgewehr kann ich somit auch weglegen. Ich mach's mal weg, ich mach das Kampfgewehr auch weg. So, das hat ja eh die gleiche Munition, von daher läuft. Die 10mm Pistole lassen wir, die Kampfflinte lassen wir auch da. Das ist unser Institutgewehr, das war's schon. Okay. Jetzt geht es ja nur noch darum, dass wir das Q-Menü, nee, nicht das Q-Menü, das F-Menü, genau. Das müssen wir noch ein bisschen aufbauen. Da haben wir vorne die Pistole.
So, auf 2 nichts. Auf 3 haben wir dieses Teil hier. Dann machen wir auf die 4. Das ist die Schrot, ne? Okay. Passt auf. Wie folgt. Hier, das Institutgewehr. Schmeiß dich weg. Ist ein guter Plan. Ich weiß, ich weiß. Ich wollte euch erstmal verwirren. Das lege ich auf die 4. So. Und auf die 2 kommt dann das Radiumgewehr. Okay. Und ich glaube, das war's. Jetzt passt es eigentlich ganz gut. Was haben wir noch für einen Scheiß dabei? Wir können ein paar... Oh Gott. Wir können noch ein paar Dinge weglegen hier. Ja doch, verarbeiten. Und zwar das hier. Ja, und das hier. Können wir hier noch Taschen dran machen an den Helm? Nee. Rüstungsmeister Stufe 2 brauchen wir auch langsam mal. Ich habe gerne Taschen am Helm, das ist mal wichtig. Also wir hatten schon deutlich mehr Platz frei früher. Ah ja, genau, passt auf. Wir haben ja noch die ganzen Mods, die können wir weglegen. Und zwar, das war gerade eben voll die Gedächtnisaktion. Da hinten war mein allererstes Haus. Da bin ich rüber, rübergerannt. Preston, nein! Ich bin nicht die einzige Person, die jemanden verloren hat. Hallo. Ich vermisse ihn nur so sehr. Müsst ihr euch jetzt in der verfickten Tür aufhalten? Es ist noch nicht perfekt, aber wir kommen durch. Da sind die Fusionskern drin. Da unten haben wir die. Genau. Und zwar können wir hier die Mods reinmachen. Da verlieren wir nochmal ein paar Kilo. Und dann haben wir einfach wieder sehr viel Essen und Trinken, dass wir nicht alles benötigen. Da werde ich es auch machen, dass ich hier unten koche. Wobei wir uns diese verschissene Kochstation jetzt aber endlich mal ein für alle Mal. Ich drücke den falschen Knopf irgendwie. Diese verschissene Kochstation hole ich mir jetzt da hoch. Sehr gut, ich wollte gerade sagen, können wir hier springen im Baumenü? Ja, können wir. Ich will hier kochen können. Ich will alles hier haben. Ich kann ruhig so ein bisschen hier im Grünen stehen, damit auch mal ein kleines Feuer ausbricht, wenn es sein muss, aber... Ich war schon immer neidisch auf Leute, die andere Sachen als Sätze bauen können. Ja, ja, ich auch. Was für ein dummes Gelaber. Halt, was können wir noch machen? Haben wir hier noch eine Drogerie? Wir benötigen hier auf jeden Fall noch eine Drogenstation. Ich möchte Drogen herstellen können. Hier. Wir haben ja die Rüstungsbank, wir haben diese Bank hier, wir haben... Wir machen hier hinten die Drogenbank hin. Das ist der falsche Knopf. So. Und zwar Läden. Oder ist es bei Läden? Ne, es ist bei Herstellung. Ach, guck mal, es ist ein Kochherd da. So eine Laborstation, genau. Die mache ich dahin. Obwohl die ruhig ein bisschen cooler... Hier passt sie, glaube ich, gut rein. Ne? Steht die richtig? Ja, die steht richtig. So. Und da können wir dann hier auch coolen Kram herstellen. Unter anderem Fallenfeuerwerk, Granaten, Heilung. Heilung ist natürlich sinnvoll, Stimpaks herzustellen. Weil dann kommen auch langsam mal... Dann werden hier mal die Sachen leer. Die wir da so, ne? Ständig ansammeln. Können ja bei Drogen noch Buffjet herstellen. Und Jet. Das ist ja sehr wichtig. Psycho-Jet, auch sehr wichtig. Ja, und Traubenmentens natürlich. Ultra-Jet. dafür brauchen wir Apotheker Rang 1. Das wäre natürlich... das wäre schön. Apotheker Rang 1. Wie sieht es denn gerade mit unseren Leveln aus? Wir haben gerade nichts zum Skillen, schade. Wo ist denn der gute Apotheker? Wo steht er denn? Ich finde ihn wahrscheinlich wieder nicht, ne? Hab ich ihn schon verpasst? Nee, ne? Da. Apotheke. Und sie wirken auch 50% länger, wenn ich Camps nutze. Was wir ja nicht machen, weil wir total clean sind. Hallo? Ah, wir haben noch den Scheiß dabei. Wusste ich's doch. Stimmt, an dieser blöden Werkbank hier sieht man nur die Sachen, die man auch benutzen oder vernutzen kann, verarbeiten kann. Aber nicht diesen Scheiß wie Trenchcoat und der ganze Kack. So, wir haben nämlich noch einen abgewetzten Filzhut, einen Chemikalienanzug, den ich, glaube ich, mit dabei lasse. Ich weiß das noch nicht. Nee, aber wir haben ihn hier. Müssen wir uns einfach merken. Trenchcoat und der ganze Kram. Es ist immer noch so viel. Haben wir so viel Essen dabei. So viel Scheiß drin. Das machen wir jetzt anders. Nein, das wollte ich nicht.
Und zwar gehen wir hier noch bei hier hin und machen den ganzen Kram weg. Blutblatt und so. Damit können wir ja nur Sachen herstellen, beziehungsweise damit stellt man Dinge her. Und das müssen wir jetzt hier nicht machen, wenn wir unterwegs sind. Mit Cram kann man, glaube ich, auch irgendwas herstellen. Und Stinkpacks, oh, Daytripper hätte ich jetzt aber ungern weggelegt. Ne? Das ist schon was Wichtiges. Da sollte man schon immer einige dabei haben. Dieser Limonade, die trinken wir jetzt einfach mal demnächst, um sie mal getrunken zu haben. Guck mal, hier, guck mal, wie viele hier. Ach Gott, haben wir hier viele Hirnpilze. Blumen. Wir sind der richtige Blumensammler. Kartoffelchips. Kaugummi. 4 Kaugummis. Leuchtende Pilze. Ultra viele. Mais. Ein Arsch voll Mais. So. Mantins. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Da, so, weg damit. Oh, Nuka-Cola wollten wir ja so oder so nicht dabei haben. Und ich schleppe es überall mit rum. Also wirklich, ich bin mir einer. Schlammbohne. Schmutziges Wasser ist eh scheiße eklig. Das will keiner haben. Die Stealth Boys, krass, dass die ein Kilo wiegen. Aber die sind halt echt nice zum, ja, zum Verstecken. Tato-Blume machen wir noch weg. Teerbeere. Und ja. Das sollte eigentlich verstrahltes Blut machen wir noch weg. Jetzt, das war's. Das war's. Ah, Traubenmantens, nehmt ihr das mal. So, wie sieht's aus jetzt? 199, na also. Ich glaube, wir haben uns noch nie so krass leergeräumt. Kann das sein? Das hat sich doch jetzt echt gelohnt, oder? Schrott ist auch nichts mehr. Wir haben alles, ja, wir haben alles weggemacht. Es gibt nichts mehr. Ha! Das heißt, wir haben aber trotzdem immer noch knapp 200 Kilo Scheiße dabei. Das ist echt viel. Ich denke, es liegt an den ganzen Minen. Ne? Wir haben Atommine, Impulsgranate, also an diese Granaten- und Minengeschichte. Wir haben so viel Scheiß dabei. Ah, Kelloggs Pistole nutzen wir auch gerade nicht. Wobei, wie viel Munition hat die? Haben wir dafür? 220, 44er. Haben wir einen anderen 44er? Gucken wir mal kurz durch. Nein, haben wir nicht. Dann sollte man natürlich die auch eher mal nehmen. Die habe ich halt einfach dabei. Oder soll ich die irgendwo drauflegen? Ne, ich lasse jetzt mal so. Ich finde, das ist eine ganz gute Belegung. Ja, das ist eine ganz gute Bewegung. Auf jeden Fall. Bewegung. Belegung. Oh, da brauchen wir noch irgendwas oben drauf. So ein Ding. Können wir eigentlich hier noch was machen? Haben wir das schon ultramäßig? Ja, haben wir. Ich glaube, beim Lauf können wir auch noch was machen. Guck mal, die Reichweite, wie sie sich ultra vergrößert. Die Mündungsbremse, ich glaube, da kann man nochmal... Nee. Naja. Das will ich haben. Beziehungsweise... Ich mach mal Leuchtvisier dran. Guck mal kurz, wie das so wirkt. Pff, das ist ja wirklich höchst gut geworden. Machen wir doch lieber... Oh, Magazin? Nee. Machen wir halt ein Reflexvisier dran, ja. Von den Kleber verbraucht. Scheiße. Ja, das ist doch was. Oder? Mama Murphy. What do you say to this, B? What do you say to this? Kann man die eigentlich wieder anlabern? Für einen Kampf bin ich wohl nicht mehr zu gebrauchen. Ja, aber Mutter Murphy. Nannte man mich. Die eiserne Snitch. Ja, ja, die eiserne Snitch, ich weiß. Es fuchscht mich ein bisschen. Mit dieser verschlossenen Tür, in dem einen Punkt, wo wir eben waren. Naja. Missionstechnisch, was können wir machen? Was gibt es zu tun? Weit weg von zu Hause. Sprich mit Ellie. Es gibt echt wieder ein Kiloweise Scheiße, die wir hier machen können. Berge die Impro-Pistole. Wo haben wir denn das? Da unten. Da waren wir noch gar nicht. Ich würde sagen, wir machen vielleicht doch erstmal ein paar Quests, wo wir halt auch jetzt mal langsam was entdeckt haben hier. Und zwar, ich habe das Wasseraufbereitungs-Dingens. Das ist in der Nähe von... Da gehen wir jetzt mal hin, oder? Gehen wir da mal hin? Ja. Wir gehen von Sumpfwald hin. Da ist es am kürzesten. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist eh gleich wieder zu Ende. Alles klar. Dann wahrscheinlich noch geschwind das Matchmaking und dann lege ich mich ins Bettchen. Dann kann der PC schön rendern. Muss auch in fünf Stunden genau wieder aufstehen. Dann passt das gerade. Dann lade ich sofort hoch und dann... Dann habe ich einfach... Ich habe morgen den Tag mehr oder weniger... Zeit, um, oder frei, um wieder mehr zu machen, mehr zu produzieren. Und da ist es richtig räudig, wenn man dann für den Tag, wo man endlich noch was machen kann,
noch ein Video machen muss und das rendern muss. Und dann hast du halt eine, keine Ahnung, Renderverzögerung von 2 Stunden. Da musst du noch hochladen, eine Stunde lang oder 3/4 Stunde. Und das ist einfach Zeit. Wo sind wir hier überhaupt? Keine Gegner. Die flöten geht. Und die man dann nicht einsetzen kann in die Aufnahme. Das ist immer sehr schade. Oh, oh Gott. Da sind wir doch eben durchgegangen. Wie haben wir das jetzt geschafft, unentdeckt da durchzugehen? Keine Ahnung. Einfach durchgerannt. Ha. Okay, müssen wir uns merken, dass da hinten Ghule sind. Oh, halt, da ist ein Trailer. Den wollen wir noch schnell entdecken. Achso, wir haben ja schon die 30. Minute erreicht. Ach, verschissel. Okay, nee, dann gehen wir... Ah, da ist die Abfüllanlage. Das gibt schon mal Action. Supermutanten. Wir greifen da an, Gunner, wie nice. Leute, dies und mehr gibt es dann in der nächsten Folge. Fallout.